Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Endlich ist es soweit. Ihr habt lange danach gefragt, oft danach gefragt. Erstmal hier alle meine Mewtwos. Nächste Woche am Samstag oder Sonntag? Samstag. Am Samstag habe ich meinen vierten EX-Raid. Mahnmal Parsing, kommt vorbei, wenn ihr wollt. Schauen wir uns nochmal kurz alle meine Mewtwos an. Das war mein erster im Ostpark, Fruity Mural. Shoutout an den Ostpark. So. Really strong, zweitbeste Bewertung, aber Attack 15. Dann den hier in Dachau, damals mit diesen verrückten Einladungen, wo manche nur gedreht haben und dann die Einladung bekommen haben. In verschiedenen Ländern, Neuseeland und Italien, Spanien, Portugal und so. Ich hatte es auch weit, Dachau ist nicht ganz München, aber es hat sich gelohnt. Den habe ich sogar mit gelber Berge gefangen. Im Nachhinein würde ich nie wieder einen mit gelber Berge fangen, weil du kriegst halt drei Bonbons. Die drei Bonbons sind gar nicht so wertvoll, weil Sonderbonbons und lieber habe ich das Mewtwo an sich. Und hier haben wir den dritten und den besten. Durch den Dreier-Raid bekommen Fische am Haching am Wach. Auch München Ost. Da hatte ich meinen ersten und meinen 100er. München Ost beste. So, ganz kurz die Bewertung: HP, Attack, Defense 15. Den werden wir jetzt pushen. Ohne Schnitt, ohne alles. Ich suche gerade noch eine gute Hintergrundmusik aus für den, eine epische. Hab noch nichts Gutes gefunden, also lasst euch überraschen, was ich jetzt hier einblenden werde, aber ich werde nichts vorspulen, nichts schneiden, außer ich verspreche mich oder so. Und werde den jetzt pushen. Aus dem Raid ist er Level 20 auf Max. Jetzt habe ich mich gerade versprochen, deswegen hier ein Schnitt. 248 Bonbons. 40 Mal muss ich auf diesen Knopf drücken, was echt eine Menge ist, aber bei 100% Mewtwo werde ich jeden Push genießen. Und los geht's. Push Nummer 1. Bam. 38 Mal noch. Okay, das ist echt eine Menge. Ich frage mich, wie lange das wieder dauern wird. Ohne das vorzuspulen. So, Nummer 3. 4. 5. Er kommt leider nicht über 4000. Ihr wisst, Mewtwo wurde genervt. Was keinen Sinn macht, weil Groudon und Kyogre beide über 4000 kommen. Echt schade, vielleicht wird er mal wieder erhöht. Wieder angepasst. Und jetzt habe ich bereits mein Ding verloren. Ihr wisst schon, meinen roten Faden. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie viel wir gerade sind. Jetzt muss drauf, blind drauf losgepusht werden. Ist echt ein geiles Gefühl. Normalerweise ist es echt leicht zu pushen, wenn man so sieht, wie der Staub weggeht und die Bonbons. Aber hier ist echt geil, dem gönne ich's. Jeder Push. Wachse. Wachse heran an YouTube. 100%. Selbst ein schlechtes Mewtwo ist immer noch krass. Deswegen überlege ich mir echt, alle meine Mewtwos auf Max zu pushen. Kostet halt eine Menge Sonderbonbons. Aber abgesehen vom Mewtwo gibt es eigentlich keine legendären, die ich auf Max pushen will. Also ich will irgendwann mal alle Max pushen, aber da bin ich fast so weit. Hab eigentlich bei allen fast genug Bonbons. Deswegen theoretisch jedes Sonderbonbon, das ich jetzt bekomme, ist dann sozusagen Überschuss, dass ich eigentlich in alle Mewtwos stecken könnte. Ich muss mal schauen, wie das jetzt so abgeht mit den weiteren legendären und Sonderbonbons und so. Und wie viel ich überhaupt noch raiden werde. Und möglicherweise kommt ja demnächst der nächste EX-Raid. Mew, Celebi, Deoxys, was weiß ich. Wobei viele und auch ich glauben, dass Mew und Celebi nicht als EX-Raid kommen werden, sondern eher als irgendwie eventmäßig irgendwas. Nicht mehr allzu lange. So.
Er wird mein drittstärkstes Pokémon. Kyogre 100, eigentlich noch nicht ganz gemaxt. Und mein Leter King. Ist echt schon komisch und schade, dass der bei meinen Top 12 unter Leter King ist. Komm, Leter King wird echt eine Weile meine Nummer 1 bleiben. Das Traurige ist, der ist nicht mal 100%, der ist nur 98%. Aber mich stört das nicht so. Viele stört's, die entwickeln gar nicht mal Bummels. Aber mich juckt das echt so gar nicht. So. Es ging echt schneller als erwartet. Nur 6 Minuten bisher. Und schon auf Max gleich. Und. Einmal noch der letzte Push. Genau 248 Bonbons. 3982. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich steine jetzt einfach eine Weile an. Checken wir nochmal die IV. Einfach so. Sogar B Attack Defense. Manchmal, wenn ich mich schlecht fühle, dann schaue ich ihn mir einfach nur an. 100% Mewtwo, echt zu geil. Das war's von mir. Ich habe das Video hochgeladen. Die leidende Reise, der lange, leidende Weg zu meinem 100% Mewtwo. Könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ansonsten natürlich, wie ich das 100er Mewtwo fange und wie wir den 3er Raid machen, also zu dritt Mewtwo besiegen. Ansonsten, endlich auf Max gepusht. Mein stärkstes Pokémon, mein krassestes Pokémon, mein seltenstes Pokémon. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt meinen Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.